Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter. Ja, warum sind letzten Tage keine Folgen gekommen? Ja, doch, ich hatte Bock. Ich wollte auch aufnehmen. Aber ich hatte von Freitag letzte Woche bis einschließlich Montagabend kein Internet. Und als ich gestern von der Arbeit gekommen bin, dachte ich mir, oder vorgestern war es ja, habe ich gesagt, nee, ich mache einen gemütlichen ohne Aufnehmen und deswegen habe ich gesagt, jetzt machen wir wieder ein bisschen was Assassin's Creed. Wir wollen ja nochmal mit dem Spiel durchgehen und danach geht es ja mit Valhalla weiter dann. Und danach kommt wahrscheinlich erst Mirage. Valhalla wollte ich unbedingt mal machen. So, wir machen heute weiter mit der nächsten Quest und die heißt der Kampf für das Fayum. Wir haben natürlich wieder Unmengen Zeugs. Aber die möchte ich jetzt erstmal noch nebenbei lassen. Ich weiß gar nicht, was Level, was der Max-Level ist. 40, 50? Warte mal. Bevor ich jetzt hier weitermache, habe ich irgendwo eine Möglichkeit, mal beim Schmied meine Sachen aufzufüllen? Ja, rein theoretisch hätten wir noch ein oder zwei von den Filaketei, die noch gemacht werden müssten. Moin Moin. Die uns ja noch fehlen. Ja, ich will ja nicht mit Valhalla loslegen. Das wird auch wieder so ein Langzeitprojekt werden, weil das Ding wird auch weit über die 100 Folgen gehen. Das kann ich euch schon mal so versprechen. Ich glaube, wir waren bei Black Flag unter 90. Ja, erst einmal. Warte mal, ich will mal ja ein paar Sachen verkaufen. Ich nehme es. Ist gut. Ich nehme es. Ist gut. Also ich kann ja ausgerüstete Gegenstände gerade gar nicht verkaufen. Ist gut. So. Aufrüsten. Nee, warte mal. Auffüllen. Vielen lieben Dank. Aufrüsten. Ich will das Schwert gerne aufrüsten. Und zwar auf Stufe 74. Und das nächste nehmen wir mit hoch. Den selten leichten Bogen nehmen wir ebenfalls mit hoch. Gut. Günstige Winde und sichere Spaß. So, dann haben wir das auch zumindest mal. Und dann geht es jetzt weiter mit der nächsten Quest. Starten wir mal durch. Seni, ich weiß, was Sie getan haben. Nebet Renut riskiert sehr viel. Ich weiß zu schätzen, was sie getan hat, aber es wird nichts ändern. Tut mir leid, aber ich muss arbeiten. Ich muss eine Menge Feuer entzünden. Bitte was? Lass mich helfen. Entzünde die Feuer für die Bauern. Sehr wahrscheinlich kann ich das machen mit den Pfeilen. Ja? Ja. Wir machen jetzt etwas anders. Oh. Deine Feuer entzünden. Du gibst nicht auf, oder? Dreh wird deine Felder fruchtbar machen, Seni. Ich da. So. Haben wir alles? Haben wir alles. Bitte schön.
Es wird Zeit, sich gegen die Soldaten zu erheben. Hotefress kämpft mit euch. Hotefress? Er hat uns doch längst aufgegeben. Sein Vater war ein guter Mann. Gab seinem Sohn einen ägyptischen Namen. Dafür haben wir ihn geliebt. Doch er konnte ihm kein ägyptisches Herz geben. Hotefress bedeutet zufrieden in unserer Sprache. Doch das war er nie. Er überließ uns den Hyänen und Krokodilen. Doch Krokodile können besiegt werden. Der Hauptmann ist schon tot. Erhebe dich, Senni. Verbreite es. Du hast den Hauptmann getötet? Oh, du bist des Wahnsinns. Nun gut. Wenn ihr wirklich entschlossen seid, bin ich dabei. Ich sage es allen, Senni. So, sprich mit Hotefress auf dem Bauernhof in Philadelphia. Ja, eigentlich habe ich ja gesagt gehabt, dass wir Mittwoch schon wieder weitermachen mit Assassin's Creed. Da aber die Folge heute am Donnerstag rauskommt, weil ich tatsächlich doch jetzt keine Lust hatte, noch irgendwie auch zu schneiden und alles fertig zu machen. Das mache ich doch in Ruhe. Ja, weil ich noch ein bisschen was erledigen muss. Also, so, warte mal, ich muss mal kurz. Doch, wir müssen ja da hoch. Okay. Möchte. Ah, ich muss da hoch oder was? Okay. Ah, ja, geh doch. Komm, mein Freund, geh doch hoch. Oh. Moin, Sinn. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Ich meine, ich wusste, dass es Probleme gibt. Aber doch nicht so. Das ist meine Schuld. Ich wollte nie die Verantwortung für das Fayum. Ich wollte dieses Amt nicht erben. Ich wäre lieber auf meinem Schiff als Abenteurer. Und nun merke ich, ich lebe noch. Und aufgeben ist eine Entscheidung. Sie sind in der Villa. Geht nach hinten. Du, komm mit mir. Soldaten! Wo bist du, Malakia? Verteidige. Wir müssen reden. Ja, komm mal her, mein Freund. Die Entscheidung wurde mir abgenommen. Level 29. Sag mal, was willst du jetzt von mir? Schön, dass du wieder da bist, Bruder. Sag mal. Tschüss. Ey, du kämpfst gut für jemanden im Ruhestand. So alt bin ich nicht, Sivana. Das habe ich gesehen. Aber es wird nicht reichen. Es werden einfach noch mehr Soldaten kommen. Ich habe mehr als einen starken Schwertarm geerbt. Ich heuere eine Privatarmee an, wenn es sein muss. Ich habe eine bessere Idee. Bayek, kannst du mich auf einer kurzen Reise begleiten? So. Wir plündern mal die ganzen Leute hier. Okay. Folge Kenut. Wo sind der jetzt hin? Ich hab jetzt gar nicht gesehen, wo der hin ist. Ah, hier. Okay. Ich bin bereit. Gehen wir. Ihr zwei seid ein gutes Duo. Hotefress hat sein Feuer noch nicht verloren. Du bist stolz auf ihn. Ich habe den Mann zurück, den ich geheiratet habe. Wo gehen wir hin? In der Nähe ist ein Rebellenlager. Es liegt östlich von hier, bei der Bubastos-Feste. Wir treffen uns mit ihnen. Rebellen? Wird uns das nicht den Zorn Alexandrias einbringen? Die Intrige ist Alexandria nicht fremd, Magi. Manchmal muss man Zugeständnisse machen für Informationen oder Geleitschutz. Solche Allianzen sind üblich, auch wenn man es offiziell nicht zugibt. Wollt ihr jetzt auf mich abfacken? Entschuldigung, dass ich das jetzt gerade ein bisschen ignoriere. Nomos Herakleopolites. Hier lang. Ihr Lager ist direkt voraus. Oh.
Wir müssen in Bewegung bleiben. Ja, wie wär's, wenn du dann mal weitergehst? So, wo muss ich jetzt hin? Da war. Willst du mich flexen? Kommst du jetzt mal mit oder? Komm, Magi, wir müssen los. Ja, dann mach doch. Wo muss ich jetzt dahin? Keine Ahnung, dass mein Onkel der örtliche Gomarches ist. Sag mal, was stehst du denn da noch unten rum? Oder wo muss ich dahin? Bayek, wir sollten eilen. Du stehst aber blöd. Du stehst gerade nur blöd in der Gegend rum. Ist das das Lager, was ich, wo ich hin muss? Oder ist das nur Zufall? Warte mal, ich muss jetzt gerade auf die Quest gucken mal. Keine Zeit zu verschwenden. Ja, dann hopp. Seien wir vorsichtig. Die Rebellen sind nicht als gastfreundlich bekannt. Okay. Sie wissen Bescheid. Wir werden erwartet. Ich werde mal den neuen. Okay. Ich, warum auch immer das jetzt gibt, die. Ich habe unser Kommen aus Philadelphia angekündigt. Wir brauchen Hilfe. Ihr vergeudet eure Zeit. Wir können leider nichts tun. Wir bitten hier nicht um Almosen. Wir bieten euch Proviant, Vorräte und Informationen. Und im Gegenzug verlangen wir nichts außer dem Schutz unseres Volkes. Wir können euch nicht helfen. Unser Anführer geriet am Damm in Gefangenschaft. Dann können wir vielleicht euch helfen. Das ist Bayek von Siva. Du bist Bayek von Siva? Wir haben von der Sache in der Arena gehört. Du hast die Gallier verprügelt wie ein Wahnsinniger. Und ich schätze, heute kann ich wieder den Wahnsinnigen geben. So. Rette den Anführer der Fayum Rebellen. Also müssen wir doch da unten rein. Oder? War das jetzt la. Warte mal. Nee, das müssen wir nicht. Wir müssen hier rein. Aber das klingt alles so einfach. Es scheinen nicht so viele zu sein. So, die ignorieren wir gerade mal. Wir machen uns da runter. Geh mal gerade außen vor. Entschuldigung, ich hatte das Mikrofon wahrscheinlich etwas zu nah gerade am Mund. So, wir sind jetzt gerade bei ca. 12 Minuten. Also die Folge könnte sein, dass wir die Folge in einer, die Mission, die Quest in eine Folge bekommen. Also so viele Folgen sind es tatsächlich nicht mehr, bis wir durch sind, wenn ich die Quest richtig habe. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Du bist ein Wurm. Eine Wahnsinn. Ach, der war lebt doch.
Wie gesagt, wenn ihr Dinge lesen wollt, bitte immer das Video einfach anhalten. Scheiße, wegen dem Feuer bin ich synchronisiert. So, gute Nacht. So, das war der Hauptmann. Die zwei sind gerade relativ egal. Da schläft doch einer. Okay. Gerade kaputt. Also mal, ich gehe mal da hoch. Jetzt wollte die da irgendwie was. Jetzt wollte die da nochmal Verstärkung rufen. Nehmen wir das mal kurz mit. Auch nicht. Oh, Flak ist in der Nähe. Ich weiß nicht, wir wissen das. Oh, den soll ich mal tunlichst in Ruhe lassen. Lass mich Level 35. Los, geh! Hab Dank! Wer bist du, dass du so offen Soldaten angreifst? Fürchtest du nicht, die Griechen zu wecken? Ich bin Bayek von Siva. Ich fürchte ein schlafendes Ägypten viel mehr. Der irre Sivana. Ich hab von dir gehört. Wir laufen natürlich. Scheiße, wir laufen natürlich voll drauf zu. Der ist nämlich da rechts irgendwo. Ja, genau. Lauf. Lauf einfach genau da drauf zu. Ja, aber nicht dahin. Der Rückweg ist sicher. Jetzt brauche ich noch was von dir. Chenut wartet in eurem Lager. Sie wird dich um Hilfe bitten, ihr Volk zu schützen. Ich schulde dir mein Leben. Du hast mein Wort, dass wir ihr helfen. Dann sag ihr auch, dass ich zur Bubastos-Feste gehe. Ich muss den Kommandanten sehen. Allein gegen eine befestigte Garnison? Bist du verrückt? Vielleicht. Ich bin Bayek von Siva. So, eliminiere den Kommandanten der Bastos-Feste.
Ich glaube, das ist aber die Feste, die wir eben schon mal angeguckt haben. Ich unentdeckt bleiben. 33. Wow. Ja, nee, ist klar. Wie soll ich das? Also das werde ich definitiv nicht mehr heute machen. Oh, da unten steht einer. Noch einer. Das ist was Geheimnis. Da ist auch noch. Oh, nee, ist klar. Da. Wie viel soll ich das schaffen? Gut. Okay. Wie ich angekündigt habe. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Dann geht's weiter mit dem Kommandant der Bubastos-Feste. Bis dann. Tschüss.